Filmaufnahmen von der Probefahrt des Hamburg-Süd-Schnelldampfers Cap Polonio. 1912 in Auftrag gegeben, lief der Luxusdampfer 1914 vom Stapel. Kam aber erst nach dem Ersten Weltkrieg zum Einsatz in der Passagierfahrt. Die ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts sahen den Beginn einer neuen Art zu reisen. Die Luxushotels in den Metropolen Europas boten dem verwöhnten Gast allen nur erdenklichen Komfort. Gleiches erwartete eine zahlungskräftige Kundschaft nun auch auf den Schiffsreisen. Größe und Ausstattung der Schiffe wurden zum Verkaufsargument. Die goldene Zeit der großen Schnelldampfer begann für die Hamburg Süd im November 1911, als die Cap Finisterre von Cuxhaven aus ihre Jungfernreise nach Buenos Aires antrat und gleich einen Rekord brach. Mit 1350 Fahrgästen an Bord traf sie dort nach nur 13,5 Tagen ein. Die bisher schnellste Überfahrt auf dieser Route. Eine weitere Sensation? In ihrem Speisesaal konnten alle 315 Passagiere der ersten Klasse in einem Durchgang speisen. Aber es war nicht immer alles eitel Freude, wie die bunten Plakate von damals glauben machen wollten. Die Überfahrt ins ferne Südamerika bedeutete immer auch einen Abschied für lange Zeit von den Lieben zu Hause. So heißt es 1925 in einem Brief: „Übermorgen verlassen wir Europas Gestade. Dieser Brief geht heute Nachmittag in Frigo, wo wir auch anlegen, zur Post. Dann schreibe ich wohl noch einmal von Lissabon. Und dann wird's immer weiter. Jetzt habe ich euch noch so klar in Erinnerung, wie körperlich. Aber ich bekomme diesmal ja viele Briefe von euch. Da ist die Sache nicht so schwer.“ Die unangefochtene Königin des Südatlantik aber war der Dreischornsteiner Cap Arcona der Hamburg Süd, der 1927 bei Blohm und Voss in Hamburg vom Stapel lief. Bei Windstärke 9 konnte die Cap Arcona bereits auf ihrer Probefahrt in der Nordsee zeigen, was in ihr steckte. Es war Luxus pur. Die 850 Passagiere der ersten und zweiten Klasse konnten in einem bordeigenen Schwimmbad planschen oder sich in der Turnhalle oder dem Tennisplatz auf dem Sportdeck ertüchtigen. Es gab eine Schneider- und Schuhmacherwerkstatt, Personenaufzüge, sogar Hundezwinger mit Pflegepersonal. Mit ihren Schnelldampfern, mit den rot-weißen Schornsteinen, schrieb die Hamburg Süd Geschichte. Größeren Glanz und Luxus auf dem Weg von und nach Südamerika sollte es nie wieder geben.